Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Train Sim World 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute kümmern wir uns um ja, die Einführungen in die brandneue Strecke in die Southeastern High Speed. Und obendrein schauen wir uns doch an, welche Szenarien uns hier auf dieser neuen Strecke erwarten. Willkommen bei Train Sim World 2, einer immersiven und hochdetaillierten Eisenbahnsimulation mit authentischen Strecken und Zügen aus aller Welt. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu Ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Man muss stetig auf die umgebende Welt achten. Üben Sie, indem Sie nach oben, unten, links und rechts schauen. Dann, gut, sollen wir mal ein bisschen hier laufen. Jetzt haben wir noch eine Streckenkarte. Dies ist eine von vielen interaktiven Handlungen, aber nicht alle sind so leicht zu entdecken. Der erste von 25 Streckenkarten hier auf dem Southeastern High Speed von London St. Pancras nach Faversham. Dann gehen wir mal zum vordersten Wagen und setzen uns auch in den Zug nach Faversham. Das sieht doch aus, als ob wir hier was machen müssen. Eins, ne, von 25 Zeitungen platziert. Oder Zeitungspaket, besser gesagt. Jetzt haben wir hier auch nochmal eine Streckenkarte. 2 von 25. Das sieht schon nice aus hier so. Hat schon was, dass man hier auch schön rausgucken kann mit dem ganzen Glasfenstern und so weiter. Britain's Fastest. Achso, wir sollen uns auf einen beliebigen Sitz setzen. Hoppla. Es geht in die Richtung, dann setzen wir uns mal hier hin. Sie können das Erlebnis jederzeit anhalten, um Ihre vorherigen und derzeitigen Ziele anzusehen. Überprüfen Sie sie jetzt und kehren Sie zum Spiel zurück, sobald Sie fertig sind. Genau, hier haben wir die Übersicht. Da sind wir gerade, das ist unser nächster Punkt. Und dann haben wir hier nochmal die, ja, die Streckenkarte. Haben wir hier noch den Ablauf, was wir machen sollen und so weiter und so fort. Okay, wir haben das schon abgeschlossen, obwohl wir noch diese gar nicht abgeschlossen haben. Das habe ich ja sehr gut hinbekommen. Wir haben dann noch die Geschwindigkeit, die man hier auch sehen kann, den Graphen, wenn man dann fertig ist. Und hier haben halt nochmal die Nachrichten, falls man nicht alles mitbekommen hat, was gesagt wurde. Weil es kommt doch häufiger mal vor, dass man nicht so schnell lesen kann, wie es gesagt wird. Dann gehen wir auch schon mal, gehe ich mal direkt dorthin, wo ich schon Sie zuvor werden viel gewesen Zeit bin. mit Fahren verbringen. Setzen Sie sich also auf den Lokführersitz. Eine Blickfeldanzeige ist jetzt rechts auf dem Bildschirm. Diese zeigt an, was der Zug macht. Und das Dies ist die Geschwindigkeitsanzeige. Die weiße Nadel zeigt Ihre derzeitige Geschwindigkeit. Die rote Markierung zeigt die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Besondere hier an dem Zug ist auch, wir haben mal halt wieder dieses TMV, glaube ich, System, was wir halt auch beim bei der LGV Mediterranee hatten. Dies ist das Richtungswender-Display. Ein Pfeil zeigt Ihnen die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral. Genau. Dies ist die Leistungsanzeige. Eine Zahl zeigt die Position des Leistungsreglers an. Sprich, wir haben hier Passagen, wo wir mit dem Stromabnehmer quasi unseren Strom beziehen, aber teilweise auch ohne. Und wenn wir es halt mit dem Stromabnehmer, glaube ich, beziehen, dann sind wir automatisch im Kilometer pro Stunde Bereich und nicht im Miles per Hour Bereich und haben dann halt auch das französische System. Sicherheitssystem. Dies sind die Bremsindikatoren. Sie zeigen den Zustand der verschiedenen Bremssysteme an und ermöglichen deren unabhängige Steuerung. Sprich, es wird auch wieder sehr spannend, wenn ich dann wieder mit den Szenarien oder mit dem Fahrplanmodus im Zugsicherheitssystem fahre.
Oben rechts sind die Signal- und die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige. Diese zeigen an, was sich nähert und eine Countdown-Distanz, ab wann es in Effekt treten wird. Einige dieser Anzeigen können im Einstellungsmenü ausgeschaltet werden, wenn Sie eine größere Herausforderung wählen möchten. Ja. Die Haltetafel müsste mittlerweile, glaube ich, auch, also die Haltetafel, die man hier immer auf dem Boden sieht, die dürfte ich mittlerweile ausgeschaltet haben, auch in den allgemeinen Einstellungen. Dieser Zug ist bereit zur Abfahrt. Ziehen Sie den markierten Hebel zu sich, um loszufahren. Dann lösen wir die Bremse und geben Leistung. Sollte ich fragen, ob alles in einem war? Ja, war alles in einem, wunderbar. St. Pancras International ist einer von Londons größten Bahnhöfen und bietet Zugang zu nationalen als auch internationalen Zugverbindungen. Dieser Zug ist eine Class 395 Javelin, gebaut von Hitachi in Japan für den europäischen Einsatz. Diese Formation besteht aus 6 Wagen und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 225 Stundenkilometer. Ah, sieht schon nice aus. Wechseln wir schon das Gleis. Mir lief ein bisschen leise. Ich könnte noch mal für mich ein bisschen lauter das Ganze machen. Ist immer noch sehr leise. Train Sim World bietet Ihnen bei der Fahrt eine Auswahl an verschiedenen Kameraansichten. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während wir diesen Zug erkunden. Ich denke, ich kann noch hier... Ja, dann gehen wir auf die Nummer 3. Also automatisch ist er sich wegen weiter. Sie haben hier nur ein kleines Gebiet gesehen. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Das war jetzt ganz interessant. Willkommen im Südosten von England. Fahren Sie aus dem Herzen Londons von St. Pancras International mit dem schnellsten Zug des Landes. Rasen Sie entlang der Schnellfahrstrecke bis Apsley International und erreichen Sie bis zu 225 Kilometer pro Stunde. Fahren Sie Nahverkehrszüge von den historischen Städten in Medway nach Faversham in Kent. Express- oder Nahverkehrszug. Sie bestimmen das Tempo. Vergessen Sie unterwegs nicht, Streckenkarten zu platzieren, Sicherheitszeichen zu installieren, Zeitungsstände aufzustellen und kaputte Zäune zu reparieren. Willkommen bei Southeastern Highspeed. Das Sicherheitsthema zu finden ist ja schon ein bisschen schwieriger. So, das war jetzt die Streckeneinführung zur Southeastern Highspeed Strecke. Und wir schauen mal. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Trainingsmodul, wenn wir dann eine Einführung in wahrscheinlich die Class 375 bekommen. Aber ich schau mal nach, damit ich auch die richtige Reihenfolge nutze. Die Class 375 Einführung. Oder die Class 375, je nachdem. Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb einer Southeastern Class 375 Elektrostar geführt. Okay, 375. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Ja, ich bin bereit geboren. Oh Gott. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Wenn es jetzt gerade mal nicht so laggen würde, warum auch immer es laggt, ich verstehe es gar nicht. Mein einziger Guess. Um das Führerpult einzuschalten, stellen Sie den Generalschlüssel auf ein. Mein einziger Guess liegt gerade bei dem verkackten neuen System von der AMD-Software.
So, Generalschlüssel, hallo, A1 und Generalschlüssel A1, ich verstehe. So rum. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Richtungswender auf vorwärts. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Jetzt auch hier, oh, falsche Seite. Jetzt hier auch mit dem, alles super. Class 37 hatten wir doch, glaube ich, auch schon auf. Oh Gott. Hatten wir doch auch schon auf dem. Ja, ist ja gut, Mensch, wenn jetzt die Suche rumpackt, Mensch. Hatten wir, glaube ich, auch schon auf dem. Boah, wo war da? Das war auch noch eine andere Strecke. Ich weiß aber nicht, welche das jetzt gerade war. Hatten wir die. War das. Es müsste sowohl. Auf der ersten. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Auf der. Wie hieß nochmal die ursprüngliche? Die auch schon bei Schweinsee World, dem ersten Teil da drin war. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie hieß, verdammt. Ihr nächster Halt ist Chatham. Stellen Sie sicher, dass die Strecke frei ist, bevor Sie losfahren. Jawohl. Dieser Zug ist bereit zur Abfahrt. Verwenden Sie den Kombihebel Leistung Bremse, um Kraft aufzubringen und loszufahren. Great Western Express, das meine ich natürlich. Und auf dem East Coast Way hatten wir, glaube ich, auch die Class 375, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich erhöhe einmal einfach die Leistung. Zumindest gibt es dann jetzt auch hier ein entspannteres, aber ein entspannteres, mit entspannteres meine ich jetzt kein, kein Zugsicherheitssystem, wo ich jetzt, zwischendurch mal das Sicherheitssystem wechsle und dann plötzlich von Kilometer pro Stunde auf Miles per Hour wechsle, sondern wir haben hier das komplett, sagen wir mal, standardmäßige britische System. Genau. Hier in der Class 375. Oh, die mein Einhaltung Fehler. Der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie die Geschwindigkeit überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie den Hebel in den Bremsbereich bewegen. Ja, da war ich gerade kurz zu schnell, einfach weil ich komplett schon wieder im Rhythmus drin war. Irgendwann ist mal komplett im Automatismus mit drin. Ist aber auch schon nice, mit den Bäumen, die ganzen Städte und dann die Hügel verbergen. Ja, schon eine schöne Strecke. Bis jetzt schon. Und ich bin ja gerade erst nur bei der Einführung in die Class 375. Und ich bin ja noch nicht mal auf dem Fernverkurs-Ding gewesen. Oh. Auf der Schnellfahrstrecke meine ich natürlich. Auf dem High-Speed-Track. Müsste, glaube ich, die HST-1 sein, die es nachbildet, as far as I remember. Sie nähern sich nun Chatham. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen. Zum Stehen zu kommen. Ich musste gerade doch kurz nochmal wieder die Geschwindigkeit rausnehmen, damit ich nicht allzu viel zu schnell fahre. Und dann doch wieder zu schnell unterwegs bin. Und das ist doch noch aktiviert. Der Käse. Kann ich das auch wieder für diese Strecke deaktivieren? Obwohl ich es eigentlich komplett ausgemacht habe. Also ich kann das so oft ausmachen im Hauptmenü, wie ich will. Es ist immer an. Es ist echt. Es ist eine echte Sache, die mich echt triggert. Manchmal sind es nicht nur die großen Dinge. Wie eine unnötige Zwangse, in Anführungszeichen. Und auch die kleinen Dinge. Ja, den Bremspunkt, den habe ich sehr gut verpasst. Lassen wir mal die Fahrgäste außen wieder einsteigen.
Ah, ist auch nice, wie wir so schön in der Kurve sind. Ah, sieht einfach nice aus. Kann man nicht anders sagen. Ich bin auch sehr gespannt, weil, ja gut, ne, wird ähnlich sein vom Feeling her, wie jetzt andere Strecken, andere britische Strecken. Aber ich fahre sehr gerne auf britischen Strecken, auch mit dem britischen System. Dann jetzt noch die Mischung aus. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Bahnhof, Rochester. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. Ich bin auch sehr gespannt hier auf die Umstellung dann wieder, wenn ich dann im Highspeed Train bin, wenn dann die Zugsicherheitssysteme sich dann verändern. Gott, hier sieht man ja wirklich fast gar nichts, ey. Führerstandsbeleuchtung ist aus und es ist einfach hell bis zum geht nicht mehr aufgrund der Fahrgäste natürlich. Geht doch. Oh. Genau, also für diejenigen, die vielleicht das erste Mal dabei sind, ich beschäftige mich meistens, wenn ich mit Strecken anfange oder wenn neue Strecken draußen sind, beschäftige ich mich erst mit den Szenarien und fahre die Szenarien oder ab dem Zeitpunkt der Szenarien, sofern es nicht vorgegeben ist, fahre ich dann mit Zugsicherheitssystem und sobald ich alle Szenarien durch habe von der Strecke, fahre ich die Strecke natürlich auch noch, also die lasse ich dann nicht einfach liegen, sondern ich fahre sie dann irgendwann per Zufallsgenerator, lasse ich dann aussuchen, was gefahren wird, so gesehen. Aber ist doch gleich ein rotes Signal. Da Rochester der letzte Halt ist. Ich bin leider etwas zu häufig zu. Ja, zu minimal drüber gewesen, über der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit. Das wird keine maximale Punktzahl geben fürs Fahren, für die fahrerische Leistung. Dafür war der Stop gut. Aber wie ihr sehen könnt, nur 15 Aktionspunkte von maximalen 30 fürs Fahren selber. Ich stecke mal aus und nehme hier den. Oh Gott. Ja, ich merke schon, ich muss vielleicht das Ganze doch von Gaming auf Standard wieder zurückändern. Werde ich dann zwischen diesem Video und dem ersten Szenario dann machen. Dann sollte die CPU-Auslastung vielleicht auch nicht ganz so stark sein oder es liegt halt wirklich einfach an der neuen Software von, also an der für mich neuen Software von AMD. Das ist einfach nicht kompatibel mit der Grafikkarte. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Oder es halt einfach nicht gut angenommen wird. So, das war jetzt die Class 375 Einführung. Klar, neues Level in der Class 375 und auch auf dem Southeastern Highspeed. Eine Goldmedaille gab es 2230 Punkte. Ist jetzt auch mit den Punkten, ist jetzt auch nicht so relevant. Ist ja schließlich nur die Einführung, kein Szenario. Dann schauen wir uns mal das nächste und letzte Trainingsmodul für diese neue Strecke an. Die Class 395 Einführung. Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb einer Southeastern Class 395 Javelin geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. 10 Jahre Southeastern Highspeed offenbar ist zumindest so die Lackierung. Von 2009 bis 2019. Okay, 2009 ging es bereits los mit dem Southeastern Highspeed. Oh Gott.
Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Gut, dass ich mich hier nicht bewegen muss, hier im Lokführersitz. Um das Führerpult zu entsperren, stecken und drehen Sie den Generalschlüssel auf ein. Immer schön langsame Bewegungen nochmal den Einstellungen hier. Der Richtungswender wird verwendet, um den Führerstand zu aktivieren und die Fahrtrichtung zu bestimmen. Ups. Da war ich fast zu schnell. Oh Gott. Ja. Habe ich gut hinbekommen. Arm up, arm down. Ah, okay, der TVM-Arm. Okay. Und dann hier Disarm. Three-Step-Check. Door, please. Ja, der war gut. Door, release. Richtungswender auf neutral. Hoppala. AWS hochgesetzt. Jetzt auf Gleichstrom. Im regulären Betrieb bezieht dieser Zug seine Elektrizität aus externen Quellen wie die Gleichstrom-Stromschiene östlich von Ebbsfleet International oder die Wechselstrom-Oberleitung zwischen London und Ebbsfleet International. Da wir uns auf dem Teil der Strecke befinden, welcher mit einer Stromschiene ausgerüstet ist, drücken Sie den Stromabnehmer hoch, Schleifschuhe runter Knopf, um die Schleifschuhe zu senken und uns mit einer Stromquelle zu verbinden. Sollte die Leinleuchte nun leuchten, hat dies funktioniert. Hä? Ich verstehe, aber ich verstehe es auch wiederum nicht. Der Hauptschalter muss geschlossen sein, damit Strom den gesamten Zug erreicht. Schließen Sie nun den Hauptschalter, indem Sie den Stromabnehmer hoch, Schleifschuhe runter Knopf noch einmal drücken und vergewissern Sie sich, dass die Hauptschalter Vakuum-Leistungsschalterleuchte ausgeht. Okay, ich hab's doch verstanden. Wir haben ja schließlich nochmal hier die Möglichkeit, den TVM-Arm hoch und runter zu packen. Ich gehe aktuell gerade davon aus, dass damit der Pantograph gemeint ist. Das würde dann nochmal separat hochheben. So, dann geht das Ganze nochmal, um den Hauptschalter zu schließen. Ich glaube, die sind jetzt, unten, I guess. Die sind oben. Richtungswende auf vorwärts. Falsche Richtung. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Ja, wird schon richtig sein. Linke Türen öffnen. Three-Step-Check, okay. Also so prinzipiell von meinem Verständnis her würde ich sagen, wir müssen, oder ich muss dann gleich nochmal hier das Ganze, die Schleifschuhe nochmal runterpacken. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Aber es ist nur mein Guess. In dieser Einführung fahren Sie bis Stratford International. Dieser Zug nutzt ein DRA, wörtlich Driver's Reminder Appliance. Dies ist ein Sicherheitssystem, welches die Leistung blockiert und das Überfahren eines roten Signals verhindert. Vor dem Losfahren muss es deaktiviert werden. Alles klar. Der Zug ist jetzt abfahrbereit. Lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren.
faszinierend. Also für mich persönlich, ich würde behaupten, ne? Man merkt, wir bekommen auch nicht so wirklich. Warum auch immer ich das wieder deaktivieren sollte, aber nicht aktivieren sollte, das hat mich schon gewundert am Anfang. Kann ich jetzt zumindest schon mal so ein bisschen hier. Schubbetrieb. Ja, Entschuldigung. Die Ich Einhaltung der bin zu schnell. Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie die Geschwindigkeit überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie den Hebel in den Bremsbereich bewegen. Also Schubbetrieb ist deswegen sinnvoll, damit man halt nicht die Komponenten und so weiter. Okay, jetzt hier sieht das jetzt gerade sehr, sehr unsauber aus. Muss ich schon mal sagen, damit halt quasi die Komponenten und so nicht überlastet werden oder so beansprucht oder zu stark beansprucht werden und so weiter. Ja, dann sollen wir jetzt in Apps Fleet halten, in 1,6 Meilen. Bisschen kann ich ja noch beschleunigen, wobei wir ja schon sowieso gleich halten. Gut, das Schienen, wie war das nochmal? Ja, das Prinzip hier mit den, nennen wir es mal Schubschienen. Ich habe schon ganz wieder vergessen, wie es hieß. Ich gucke mal kurz fix nach. Wurde stand natürlich jetzt nicht da. Gut, da wir fahren, nee, Moment, wir fahren nach App Street International. Nicht, wir fahren ja nicht nur nach App Street, sondern nach App Street International. Gott, oh Gott, oh Gott. So viel kann man gar nicht trinken. Oh je, ist das steil, holy. Holy moly. AWS ist ja auch aktiviert. Prinzipiell müsste auch hier die Driver Safety Device noch mit drin sein. Das war mit implementiert. Aber da werde ich ja nochmal genauer schauen. Im ersten Szenario. Oh, schön hier am Wasser entlang. Es war gefühlt relativ kantig, finde ich hier, die vereinzelt hier, die, Sie nähern sich nun Apps Fleet International. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Was ich ein bisschen, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Toll. Weil ich jetzt aufgrund des Sicherheitssystems so schleunigst. Nee. Okay. Aber irgendwie schon, weil es ging ja direkt los mit 3. Und diese Haltetafel ist wieder aktiviert. Ich freue mich schon, sie wieder 300.000 Mal zu deaktivieren. Muss ich wahrscheinlich bei jeder Strecke im Hauptmenü machen. Das ist ein super System. Okay, die Bremse, die minimale Bremse geht schon direkt mal los bei 3. Deswegen bremst der Zug auch so gut. Ich habe es ja schon bei Lavern so ein bisschen mitbekommen, dass er wohl ziemlich gut bremst. Also besser als der Duplex. Wir sind schon FD Werfen International. Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Kann ja sein, dass es. Ja, gut, ich hab's schon, glaube ich, gesehen gehabt. Also, ich meine mich auch erinnern zu können, dass es bei Train Simulator halt diese Strecke. Ich meine mich hier an diesen Spot hier von Apps Fleet erinnern zu können. Von Apps Fleet International. Dass es das auch im Train Simulator gab. Auf diesem Teil der Strecke findet ein Wechsel von Stromart und Signalsystem statt. Während wir von der Stromschiene unter uns zur Oberleitung wechseln, die sich nun über uns befindet. Wir wechseln auch von Meilen pro Stunde auf Kilometer pro Stunde bei den Geschwindigkeitsangaben und nutzen ab hier das TVM-Signalsystem im Führerstand.
Um den Spannungswechsel zu beginnen, stellen Sie den Richtungswender in die neutrale Position. Alles klar. Halten Sie nun den Control-Knopf, um die Schleifschuhe zu heben und zur Oberleitung zu wechseln. Auf dem Weg zurück nutzen Sie den Gleichstromknopf, um für den östlichen Teil der Strecke die Stromschiene zu benutzen. Aha. Oh, für 2 Sekunden. Zuletzt drücken Sie den Stromabnehmer Hoch-Schleifschuhe-Runter-Knopf erneut, um den Hauptschalter zu schließen und sicherzustellen, dass der gesamte Zug unter Strom steht. Sie können dies überprüfen, indem Sie bestätigen, dass die MCB-VCB-Leuchte erloschen ist. Die MCB-VCB-Leuchte erloschen ist? Die hat Lavan auch gesucht. Daran kann er mich auch noch erinnern. Ah, hier haben sie sie. Kann man aber kaum erkennen, weil es einfach so reinleuchtet. So, wieder vorwärts. Schön gemacht. Sie sind jetzt in der Lage, Ihre Fahrt fortzusetzen. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Bahnhof Stratford International. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. Ja, spontan würde ich ja sagen. Oder sowas naht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich gleich wieder loskomme. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Okay, never mind. Ich hätte gedacht, das hätte mehr Probleme gegeben, aber scheinbar nicht. Ich bin mir echt gerade unsicher, wo hier die Mitte ist. Die Mitte müsste ja hier sein. Okay, weil wir halt gerade in der Schräglage sind, das ist halt dann jetzt hier der Punkt. Ja. Jetzt muss ich nur noch selber wieder so ein bisschen in das... Moment, wir haben hier... Sind wir gestern komplett im britischen System? Ach, im französischen System, dass wir hier... gar nichts mehr ändern müssen, oder würden wir jetzt hier vielleicht jetzt zu schnell fahren? Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Denn wenn wir schließlich jetzt hier keine ich weiß schon mal wie, ja, wir sind natürlich dann zu schnell. Kein AFB-mäßiges. Scheibenwischer brauche ich nicht. Ich sehe nichts. Das ist. Aber das. Falls es das gibt, werde ich jetzt auch noch rausfinden. Oder falls ihr es wisst, dann könnt ihr es mir auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Safety System natürlich. Ich würde es zumindest aktuell nicht sehen. Aber es ist auch halb so wild. Wobei es nicer wäre, wirklich damit zu fahren. So, natürlich Tagfahrt. Wir haben schließlich den Tag. Wir haben schließlich Tag, deswegen. Würde eine Tagfahrt mehr Sinn ergeben. So, jetzt sollen wir bei Stratford International halten. Das ist aber schon flott. 225 km pro Stunde dürften wir aktuell fahren. Jetzt ist irgendwie so unfassbar hell hier auch im Führerstand.
Ich bin ganz unsicher, ob ich jetzt wirklich den Arm noch heben musste oder nicht von TVM. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, ja, es war vernünftig. Allerdings habe ich ihn auch vorne nicht gesehen und ich habe nicht auf hinten geachtet. Fällt mir mal gerade auf. Jetzt haben wir gleich die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Oh, was für Höchstgeschwindigkeit? Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 225 km pro Stunde. Noch 11 Meilen bis Stratford International. Ist aber schon interessant, so die Mischung von britischem System und französischem System, was die Zugsicherheit und so betrifft. Bevor ich wieder vergesse, ich deaktiviere das nochmal hier. Wenn ich dran denke, mache ich das eigentlich doch mal im Hauptmenü. Von der Strecke. Das wäre sehr optimal. Ich glaube, ich muss das halt wirklich bei jeder Strecke machen, damit ich die alte Position nicht sehe. Das ist schon, allein das schon wieder sehr belastend. Ich muss aber sagen, ich finde es ziemlich leise. Ich finde es echt ziemlich leise. Aber das Entspannte an dieser Strecke scheint ja, dass der Umschaltpunkt zwischen Gleichstrom und Wechselstrom halt dass es halt nicht irgendwie während der Fahrt ist, sondern dass es während des Stillstands ist, wodurch nicht die Hektik aufkommt, so, ne? Man weiß, okay, hier, ich stehe jetzt hier in Ebbsfleet International. Jetzt muss ich eben umstellen von Gleichstrom auf Wechselstrom oder von Wechselstrom auf Gleichstrom. Das kann man halt immer noch alles machen, während die Fahrgäste einsteigen. Man verliert so gesehen nicht die Zeit oder was auch immer und hat halt immer noch so den entspannten Modus von wegen hier. Man muss sich halt nicht so beeilen. Ich kann ja mal das Licht wieder ausmachen. Ich soll mal ein bisschen runterbremsen, denn wir nehmen wir ordentlich an Fahrt auf, es ging schließlich gerade doch schon ordentlich bergab. Ah, das sieht aber auch schon wieder nice aus, oder? Allein der Blick. Allein der Blick ist schon nice. Wie ich finde. Ich weiß gar nicht, was jetzt, wie viel für eine Punktezahl man drauf will, aber das werden wir dann ja gemeinsam erfahren, wenn wir hier in Stratford International gehalten haben. Mein Ziel bei den Szenarien ist eben die Goldmedaille zu bekommen und ja, dementsprechend halt auch so die möglichst genügend Punkte, um halt die Goldmedaille zu bekommen. Das ist so mein Ziel und halt nebenbei die Strecke genießen. Noch 3 Meilen bis Stratford International. Ich habe echt kein ganz nicht so ein ordentliches Gefühl, wann ich halten muss. Aber aufgrund der TVM, aufgrund des TVM-Signalsystems, weiß ich das ja ungefähr. Ich weiß allerdings nicht, wie das System hier ist, wie stark man jetzt runtergehen muss. Ob man bei 225 blinken auf 200 runter muss. Ja. Danach wahrscheinlich auf 170 oder so, oder 170, 160, schätze ich mal. Also die Frage, ne? Ich kann es mir halt nur gerade herleiten vom, wie das halt auf der
Jetzt auf 100. Boah, war das 130 oder 100? 130, 140? Ich weiß nicht, ich kann es mir halt nur ungefähr herleiten vom. Von der LGV Mediterranee, wie es dort ungefähr war. Die 160 blinkend heißt hier auf der Southeastern Highspeed Strecke heißt es 100, okay. Da wurde ich jetzt auch schon mal ordentlich schlau. Das war jetzt sehr hilfreich, dass ich jetzt auch hier weiß, dass ich das ganze System auch einfacher adaptieren kann auf die Southeastern Highspeed Strecke von London St. Pancras nach Faversham. So, dann bremse ich nochmal runter auf 60 km pro Stunde. Keine Ahnung, ob das jetzt too much war oder nicht. Aber ich peile einfach mal die 60 an. Ist ganz gut zum Bahnhof fahren. Vor allem mit den starken Bremsen. Ja, 60 passt, würde ich sagen. Da soll jetzt so 400 Yards. Vorher gehe ich nochmal in den Bremsvorgang. Viel zu früh. Wahrscheinlich viel, viel, viel zu früh. So, jetzt muss ich aber notfalls, kann ich immer noch nachbremsen. Aber mit der normalen Bremsleistung, das passt schon. Dann sehen wir jetzt auch hier schön erstmal St. Zum ersten Mal Stratford International hier in Train Symbol 2. Nein, das wollte ich jetzt nicht in die maximale Leistung gehen. Maximale Bremsleistung. Dann die rechten Türen entriegeln. Ich steige auch mal auf, obwohl ich weiß, dass das gleich wieder ganz unangenehm wird. Aber ich dachte, ich könnte hier was machen, aber wahrscheinlich kann ich es nicht. Dann gehe ich wieder rein und setze mich hin und warte, bis dann die Einführung in die Class 395 beendet ist. Natürlich nochmal die Türen verriegeln. Aber das wird eine sehr, sehr nice Strecke. Die wird sehr viel Spaß machen. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Achievement unlocked. Southeastern High Speed. Trained and ready. Auch noch eine Goldmedaille. Und wir gucken jetzt mal gemeinsam, was für Szenarien uns hier auf der Southeastern High-Speed-Strecke erwarten. Also wenn einmal das erste Szenario Sprinter, 1 von 5 Schwierigkeit, 35 Minuten, dauert das ungefähr mit der Class 395 SEB 6000 Punkte für die Goldmedaille. Übernehmen Sie die Steuerung eines verspäteten Class 395 Schnellzuges. Das Ganze spielt am 10.08.2020 um 17.12 Uhr, startend am St. Pancras International. Dann gibt es noch das Szenario Einfädeln. 35 Minuten soll das Ganze ebenfalls dauern. 6.950 Punkte für die Goldmedaille. 1 von 5 Schwierigkeit. Übernehmen Sie die Steuerung einer Class 375 Electrostar bis Faversham. Oh, es geht bis. Dann geht das. Hä? Dann geht es wohl nach St. Pancras, offenbar. Okay. Ich dachte, das wäre der Schadort. My bad. Dann haben wir noch das Szenario Einkaufsfahrt. 30 Minuten soll das Ganze dauern. 1 von 5 Schwierigkeit. 7000 Punkte für die Goldmedaille. Steuern Sie eine Class 395 während eines geschäftigen Feiertagswochenendes. Dann haben wir noch Tückischer Tunnel.
2 von 5 Schwierigkeit, 30 Minuten soll das Ganze dauern, 5950 Punkte für die Goldmedaille. Übernehmen Sie die Kontrolle über eine Class 395 und erreichen Sie sicher Ihr Ziel, während Sie laufende Wartungsarbeiten umfahren. Das Ganze endet in Gravesend, I don't know. Und dann noch, wie fast in gefühlt jede, auf jeder Strecke, ein Szenario, wo man entweder den ersten Verkehrszug des Tages nimmt oder den letzten. Letzter Halt, da heißt das letzte Szenario, 20 Minuten soll das Ganze dauern für 3700 Punkte. Übernehmen Sie die Steuerung einer nächtlichen Fahrt auf einer Class 375 Electrostar bis Gillingham. Und jetzt starten wir halt doch in Rochester. Also irgendwie, ich weiß nicht so, wie die Systeme sind. Ich hoffe, dir hat dieses Video mit der Einführung zum Southeastern High Speed, zur Southeastern High Speed Strecke St. Pancras, Faversham gefallen. Was ich vergessen habe zu erwähnen, es wird die nächsten weiteren 5 Tage ein Train Sim World Video geben, eben zu der neuen Strecke zum Southeastern High Speed DLC. Heißt morgen. Im morgigen Video gibt es dann das Szenario Sprinter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Train Sim World 2 Video.